Willkommen zurück bei Rise of the Tomb Raider mit Lara Croft und Chaos AI. Es geht weiter. Wir wollen hier dieses Tal noch ein bisschen erkunden, haben wir beim letzten Mal festgelegt. Ich ignoriere Münzverstecke und Reliquienverstecke, Überlebensverstecke und so ein Zeug. Reliquien vielleicht nicht unbedingt, wenn ich sie finde, dann nehme ich sie auch mit. Wie hier zum Beispiel das will ich auch noch haben. Aber Dokumente und Reliquien, wie gesagt, will ich auf jeden Fall haben. Deswegen gehen wir jetzt zu diesem Monolithen, den will ich lesen. Nicht, dass wir dort auch noch was verpasst haben. So. Ja gut. Wie gesagt, wenn wir direkt dran stehen, nehmen wir es natürlich auch mit, solche Überlebensverstecke. Das ist gar keine Frage. Braucht zwar mittlerweile wirklich, glaube ich, nicht mehr die Erfahrungspunkte, weil ich weiß gar nicht, was ich hier noch lernen soll. Jedes Mal muss ich mir schon überlegen, was ist denn jetzt das am wenigsten Schlechte oder Sinnlose für mich. Und halt jeden Mal wird dann die Entscheidung ein bisschen schwieriger. Ich meine, klar, das können mitunter ganz coole Sachen sein. Es kommt wahrscheinlich auch ein bisschen darauf an, welchen Spielstil man hier spielt, aber für das, wie ich spiele, sind diese anderen Perks, die ich da sozusagen wählen kann, eigentlich nicht sinnvoll, würde ich mal behaupten. Wie gesagt, also wenn ihr dann einen anderen Spielstil habt, gerne macht das, wie ihr denkt. Ich kann natürlich immer nur für mich reden, ne? Und das will euch auch da nichts im Mund legen. Okay, dann gucken wir doch mal, ob wir die Sprache genug beherrschen, um den auch übersetzen zu können. Einige der Worte wurden herausgekratzt, aber es scheint auf irgendetwas zu zeigen. So. Das kann ich noch ein bisschen rauszoomen. Reliquie, irgendwas dazugekommen? Ne, plus drei Münzverstecke. Das eine, wie gesagt, hier unten können wir noch mitnehmen, weil es ja sowieso da ist, wo wir hinwollen. Dann habe ich gerade noch mal irgendwo eine Höhle gesehen, die muss ich mir dann auch noch mal anschauen. Ach je. Wir sind hier noch nicht so weit. Ich glaube, hier kommt noch einiges bei Tomb Raider. Auch wenn ich jetzt schon ein bisschen das Gefühl hatte, es neigt sich dem Ende, aber ich glaube, da habe ich mich ein bisschen getäuscht. Das hier war die Textur, die einfach nicht so schön aussah auf dem See, aber ist ja egal. Jetzt sind wir jedenfalls hier in einer Krypta, die wir vorher noch nicht gefunden hatten. Oder aus mehr unerfindlichen Gründen einfach ignoriert hatten, das kann auch noch sein. Gehen wir mal durch. Erstmal kurz hier hoch. Aber man hätte da auch runterklettern können. Aber wir spielen ja Lara Croft. Die kann ruhig mal ein bisschen mutig sein. Reicht ja aus, wenn wir es nicht sind. So. Kann man das hier abbauen? Nein. Sonst irgendwas? Hier unten? Noch nicht. Ich glaube, da es hier doch größtenteils in eine Richtung geht. Aurora, die Ärztin. Geht es hier wirklich weiter in Richtung dieses letzten Dokuments, das wir hier noch, wo ich gesagt hatte, da habe ich keinen Anhaltspunkt, wie ich da hinkomme. Dieser Krypta-Eingang ist eigentlich ein guter Anhaltspunkt. Der Weg nach Gitesh war lang und hart. Schwäche, Krankheiten und Verletzungen waren alltäglich. Aurora war eine Gläubige,
die die Lehren des Hippokrates und der großen römischen Heiler kannte. Dank ihr haben so viele die Reise nach Kitesh überlebt. Es ist ihr Vermächtnis, dass das Wissen des Heilens unter den Gläubigen immer noch weitergegeben wird. So, was haben wir denn hier? Hier müsste ja natürlich trotzdem noch was zu finden sein. Bin ja schließlich in einer Krypta. Bis jetzt war da immer was. Heißt jetzt noch mal ein Stückchen einer Waffe oder so? Kriegen wir jetzt endlich den antiken Bogen fertig? Der würde mich ja schon reizen. Kann man nochmal Öl mitnehmen? Weiß gar nicht, ob wir überhaupt schon mal Öl verbraucht haben mittlerweile. Weiß gar nicht, wo die das ganze Zeug immer hinsteckt. Und das kleine Beutelchen auf dem Rücken. Das wäre ja ein super Beutel, also. Da wären ja alle neidisch. Mal an, was wir hier haben. Krasses Gemälde an der Decke. So, hier geht's oben weiter auf jeden Fall. Und wir sind genau. Das dürfte jetzt wirklich das letzte Stückchen für den antiken Bogen sein, gehe ich mal davon aus. Yay, cool. Und einen Haufen Credits noch dazu erhalten. Na, da bin ich gespannt. Den Bogen werde ich mir auf jeden Fall zumindest anschauen. Ich weiß noch nicht, ob wir den auch tragen werden. Da muss ich mir seine Stats erstmal ein bisschen anschauen, dann, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal hier wieder raus. Ich habe auch noch eine Höhle gesehen, die ich auch noch mal mitnehmen wollte. Davor ist direkt halt noch mal so ein kleines Versteck. Das da unten ignorieren wir, weil es eben nicht direkt auf dem Weg liegt. Dann gehen wir noch mal zu dem Relikt, aber ich glaube zuerst dann zu dem Dokument. Also erst in die Höhle hier. Das hier war der sehr, sehr mutige Sprung. Ich hab das Gefühl, das geht schneller als das normale Klettern. So. Wir sind ja hin zu, ist auf keine Gegner gestoßen. Ich gehe also davon aus, dass auch zu keine hier auftreten werden. Mann, Mann, Mann. Die Lara. Wo soll es sein? Da oben. Das glaube ich nicht. Willkommen zurück. Sie waren also in einigen Gedanken. So, wir versuchen natürlich hier alle Abkürzungen zu nehmen, die wir finden können. Ist es? Oh, immer schon ein Stückchen dran vorbei. Bei der Strömung würde es, Entschuldigung, nicht so rumhacken auf dieser Strömung, aber bei dieser Strömung, das kann ich euch sagen, würde es jeden, selbst bei knöchelhohem Wasser, schon von den Füßen reißen eigentlich. Das nur mal zur Info. Und das ist keine Schätzung, das meine ich komplett ernst. Ja. So, Überlebensversteck. Schrauben gefunden und jetzt hier mal in der Höhle rein. In die Höhle reingehen. Ob es hier noch was Interessantes gibt. Nö, nur ein paar Pilzchen. Aber so wird auch diese Höhle abgestrichen.
Gut, jetzt gehen wir zuerst zu dem verdammten Relikt. So stark am Anfang von allem, da müssen wir jetzt langsam mal hin. Mal kurz anlegen. Wollte einfach, wir haben noch nicht so viel Schweine heute, dass wir keine mehr tragen können, deswegen nutze ich das aus. Sollte man vielleicht hier bei dem Spiel wenigstens angewöhnen, die Schnellreisefunktion zu nehmen, wenn ich schon bei den meisten anderen Spielen auf sowas verzichte. Größtenteils zumindest, weil so Witcher habe ich ja jetzt nur auch ab und zu mal verwendet. Aber, wie ich meine, aus gutem Grund. Denn eigentlich immer nur, weil ich mal überlastet war, damit ich nicht dauernd hoch und hin und her und keine Ahnung. So, wo geht's lang? Nicht mehr Es weit muss und wir doch haben mehr das Munition Relikt. für die Sowjetgewehre geben. Wieso haben wir nur so wenig? Während der letzten Regenzeit sind fast ein Dutzend Kisten nass geworden. Eine der Höhlen wurde überflutet, als der Fluss Okay, hier soll es sein. Aber unter mir. Hier sind wir noch nicht lang gegangen. Krass. Tatsache. Boah, warum nehmen wir Giftpfeile? Mit ein bisschen Schaden abgekriegt, aber das war es mir wert. Was noch mehr Karte? Neue Dokumente und Wandgemäldepositionen Eine erwähnt. prähistorische Nachbildung eines Bären. Der Stein sieht aus, als könnte er aus diesem Tal stammen. Wie krass ist denn das? Wieder irgendwie an der anderen. Der anderen Seite des Tals oder sowas. So, abgeschlossene Mission. Eine Mission fehlt uns sogar noch. Aber ich habe jetzt eigentlich keine mehr irgendwie gesehen, wo ich hätte was annehmen können. Hier was auf der Karte? Ich nicht. Gut. Auf jeden Fall brauchen wir das. Dokumente, das ist auch das letzte Dokument, was uns noch fehlt. Wandgemälde. Haben wir auch alle. Überlebensverstecke sind halt noch ein paar da, das sehen wir auch auf der Karte groß. Münzverstecke haben wir etwas mehr als die Hälfte gefunden. Da können wir eigentlich das mitnehmen, wenn das sowieso auf dem Weg liegt. Wir gehen ja eh hier rum und dann können wir auch die hier alle noch mitnehmen schnell. Dann haben wir zumindest dort ein bisschen mehr. Herausforderungen haben wir noch keine geschafft. Es fehlt noch ein Kaninchen. Hühner sind nicht eingesperrt und mehr Herausforderungen haben wir noch gar nicht gefunden, aber gut. Gut zu wissen, was wir nicht getan haben. Hier müssen wir jetzt auf jeden Fall. Ah, wartet mal, stimmt gar nicht. Wir konnten jetzt nämlich, glaube ich, auch hier lang. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, auch dahin zu kommen. Und zack. Das da unten sah irgendwie auch gerade ein bisschen seltsam aus. Mal hier reinguckt, hat man da so ein kleines lila, keine Ahnung was gesehen.
Wahrscheinlich zum Ende der Karte oder so. Aber das war wahrscheinlich nicht geplant, dass man das so sieht. Hat es natürlich in einer schön auffälligen Farbe gemacht, damit man es nicht vergisst rauszunehmen, wenn man es selber nochmal prüft oder testet. Aber manchmal kommt es eben so blöd, wenn man sich es gar nicht selber vorstellen kann. Und manchmal habe ich natürlich maßlos untertrieben. Halt. Respekt soll. Was haben wir jetzt gemacht? Verstehe ich nicht. Aber egal. Und jemanden oder irgendwas haben wir jetzt Respekt gezollt. Wozu und warum, weiß ich nicht. Aber egal. Treffen Sie mit alle Ziele mit einem Pfeil voll. Naja gut. Hätten wir das jetzt erstmal erledigt mit einem. So, dann wollten wir darüber. Machen wir uns ja keine Sorgen um die Strömung machen. Aber dann versuchen wir natürlich realistisch zu spielen und sowas dann zu vermeiden. Okay, das hatte nicht so geklappt, wie ich es mir gewünscht hatte. Aber was will man machen? Und hoch. Dann kommen wir auch mit dem Dokument. Es ist eine Frau im Tal aufgetaucht, die weder zu uns noch zu Ihnen gehört. Ich habe sie in der Nacht gesehen, in der Ilais starb. Sie kämpfte gegen die Männer, die uns verfolgten. Unsere Späher haben meinen Vater und diese Frau gemeinsam gesehen, in Freiheit. Niemand weiß, was sie will oder ob wir ihr trauen können, aber wenn sie meinen Vater zurückbringt, hat Gott uns vielleicht noch nicht verlassen. Okay. Also, halbwegs vertraut haben sie uns zumindest irgendwann. Hier haben wir gerade nochmal so ein Versteck. Das nehmen wir jetzt natürlich mit, wenn wir, wie gesagt, hier schon in der Gegend sind. Und das andere war dann... Das andere kann ich irgendwie nicht... auswählen. Ah, okay. Dann können wir jetzt endlich weitermachen. Weil wie gesagt, wegen dem Münzverstecken und dem kleinen Reliquien hier und so ein Zeugs renne ich jetzt nicht nochmal zurück. Nee, Reliquien sind es ja nicht mal, sondern Überlebensverstecke. Hä? Wo sind wir jetzt? Absicht? Wollte ich hier lang? War ich hier nicht schon? Was ist das? Ja, hier war ich schon. Einfach gerade einmal falsch abgebogen. Jetzt war ich gerade ein bisschen baff. Also kann man sich an den Ästen auch damit festhalten, gut zu wissen. Das war mir bis jetzt nicht so klar. Na, egal. Das hatten wir schon. Und jetzt werden wir endlich uns hier hinabbegeben. Wir wollen nach der nicht so göttlichen Quelle suchen.
uns gesagt, müssen wir hier runter. Weil zumindest wurde uns dieser Weg geöffnet, nachdem wir danach gefragt haben. Mehrfach. Früher wollte er uns es einfach nicht mitteilen. Wir wollen ja einfach nur sicher gehen, dass unser Vater, also der Vater von Lara, versteht sich, nicht wirklich irgendwie verrückter war, sondern dass er etwas gesucht hat, das es tatsächlich gibt. Das ist ihre große Hoffnung. Und ich kann das verstehen. So. So. Diese Frage konnte ich jetzt erstmal mit ja beantworten. Ja, dann nochmal da hinhauen. Und den nächsten dahin. Natürlich die Frage, wo geht's danach weiter? Ach, darüber. Na gut. Mist. Erstmal da. Dann da. Und dann... rüber. Dann sollten wir das schaffen. Hier ist noch mal eine kleine Stelle, wo man gut speichern kann. Obsesse? Hat nicht geklappt? Nochmal? Nee. Gehen wir nicht hin, oder? Nee. Egal. Ob wir das hier arbeiten können? Nein. Ich werde mich kurz hier hinsetzen. Ich muss jetzt erstmal kurz durchatmen. Dieser Ort. Tesh, Jacob, die Unsterblichen. Ich bin so lange so schnell gerannt, dass ich noch gar nicht verarbeitet habe, dass das hier alles real ist. Ein Teil von mir glaubt es nicht. Aber ich weiß, dass Jacob die Wahrheit sagt. Was immer ihn erschuf, ist hier. Und ich werde es vor Trinity finden. Ich wünschte nur, Dad könnte diese Entdeckung miterleben. Nee, ich bleib bei dem Compound-Bogen doch. Wüsste nicht, warum ich wechseln soll. Verbesserte Rückstoßstabilität. Wüsste jetzt auch erstmal nicht, warum. Mehr Schaden ist gut. Und alles andere ist erstmal nebensächlich. Hier würde ich dann halt doch nochmal das mitnehmen. Und... Oh, wartet mal. Vielleicht können wir jetzt ja doch mal. Nee. Geht zu krass. Geht alles nicht. Naja, egal. Unsere Kleidung reicht ja aus. Kann man wohl auch sagen, lieber noch irgendwie so eine Höhle reinbauen, wenn da nichts ist. Ein bisschen ein paar Schrauben und dann das können wir jetzt auf jeden Fall abbauen. Wir haben gerade ein bisschen was verwendet. Scheinbar aber nicht genug. Faszinierend. Ja. In der Höhle, Jacob, in den Fels gebaut. Jetzt ein. Was werde ich dort unten finden? Seitdem mein Volk den Weg vor Jahrhunderten versiegelt hat, war niemand mehr dort. Aber es sollte sicher sein. Zumindest bis sie das Orrery erreichen. Orrery? Gehört es zum Observatorium? Ja. Meine Astronomen haben es erbaut, bevor
wo die Unsterblichen die alte Stadt begruben. Sie müssen mit seiner Hilfe den Eingang nach Kitesh öffnen. Okay. Hier sollen wir durch. Hier können wir noch nicht. Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, ich werde erstmal wieder auf Bogen umsteigen. Ich noch nicht weiß, was hier auf uns zukommt. Die Schrotflinte muss ich nach links drücken, okay. Jetzt sind wir ja wirklich in völlig neuem Gebiet, sage ich mal. Ich habe keine Ahnung, was wir hier machen. Das ist unglaublich. Das kann ich so aber laut sagen. Krass. Mal sehen, wie das funktioniert. Puh. Ich glaube, wir müssen erstmal aufspringen. Autsch. So nicht. Sieht aus, als könnte ich das an seinen Platz ziehen. So. Ah, verstehe. Bin mir unsicher, aber weiß ja nicht, was ich jetzt sonst machen soll, außer hier runter gehen. Da kann ich wohl drauf. Aber erstmal schauen wir mal. Ich muss das in die richtige Position bringen. Ja, was ist die richtige Position? Ist ja die große Frage, ne? Okay. Dann probieren wir das erstmal. Dann könnten wir uns vielleicht dort. Ich werde das einfach erstmal alles benutzen. Und danach werden wir mal weitersehen. Ah, ich verstehe, glaube ich. Oder auch nicht. Nee, glaube ich verstehe, ja. Genau, das dürfte die richtige Position sein. Dort oben. Muss ich es dann erst sehen. Erstmal probieren wir es jetzt, wie weit wir so kommen. Alles ziemlich Millimeterarbeit, würde ich mal fast sagen. Hier müssten wir. Das müssten wir noch einmal weiterziehen. Vielleicht müssen wir nochmal zurück. Mist. Sonst kann ich es mir nur noch erklären, wenn wir von dort aus drauf schießen. Dass wir es dann in die richtige Position bringen können. Das war wohl nicht.
nicht mehr ganz gerade. So, das steht noch richtig. Das steht falsch. Also hier nochmal hoch. Probieren wir das nochmal optimal auszurichten und das hier auch. So, jetzt wieder gespeichert, das ist schon mal gut. Dann drüber. Und hier hoch. Gut, dass man das alles nicht auf Zeit machen muss. Noch ein kleines Stückchen. Ich glaube, so ist mir lieber, als mit dem hier dran springen und dann klappt es am Ende nicht. Deswegen werde ich in Zukunft immer mehr noch diese Axt einsetzen. Das ist versperrt. Ich muss nur den Mechanismus lösen. Nur den Mechanismus lösen. Dann klingt das ja total easy. Machen wir jetzt hier. Lass mal drauf gehen und schauen, was passiert. Und wozu ich das mache eigentlich? Das gefällt mir als Rätsel. Gut, aber wir müssen an der Stelle erstmal unterbrechen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wird nicht lange dauern, denke ich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Falls es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch oder abonniert uns. Ja, wisst, wie es läuft. Ich danke und wünsche euch einen schönen Abend, schönen Tag, wie auch immer gerade bei euch die Zeit ist. Tschüss.